Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins. Und ja, wir haben jetzt endlich die Drachenklauen, mit denen wir auf diesem unliebsamen Sand rumlaufen können. Also können wir uns auch jetzt viel freier bewegen. So, erst einmal die hier ausschalten. Und ich glaube, hier oben gibt es noch etwas für uns zu holen. Oder ist hier oben der Weg weiter? Ich glaube, hier oben ist der Weg weiter, genau. Aua. Hier wollen wir noch nicht den Weg weiter. Sondern erst noch mal einen Schritt zurück. Weil wir erinnern uns, oder? Hier können wir nämlich wieder hoch. Und zurück an den Anfang. Wir erinnern uns nämlich, wir können den Weg hier wieder hochlaufen, jetzt da wir die Drachenkrallen haben, können wir den Weg links noch nehmen. Den könnten wir nicht nehmen, weil wir dann nicht mehr zurückkommen würden und hier Probleme mit dem Laufen hätten. Das wäre also mehr oder weniger ein Einweg. So, die Drachen hier loswerden. Aua. So. Und hier rein. Hier müssen nämlich noch, genau, Cleria-Erz auf uns warten. Sehr gut. Und da wir jetzt die Drachenklauen haben, können wir auch diesen Weg hier zurücknehmen. Die mache ich noch einmal kaputt. Die Drachen. Aua. Aufpassen, dass sie nicht kaputt machen. So. Geben dann nämlich noch ein paar SP, die beiden. Und erlauben uns, hier wieder hoch zu rennen. Und hier wieder den Weg zu nehmen. Endlich mal weiter. Ja, ein Stück rutschen wir. Und den Rest kämpfen wir uns durch. Die Drachenklauen, die wir jetzt gefunden haben, sind eigentlich das unnötigste überhaupt. Wenn man es so sieht, weil wir kriegen sie erst jetzt. Und wir brauchen sie außerhalb des Silent Sands gar nicht mehr. So, hier hoch. Oh. Na, ich beide will ich noch loswerden. Wow. Oh. Mittlerweile macht ihr mir auch nicht mehr so viel Schaden, also kann ich viel besser auf euch draufhauen. So. Genau, ja, für solche, gerade für den Ort, sind auch die Drachenklauen nützlich. Aber ansonsten, sobald wir die Silent Sands abgeschlossen haben, verfliegt ihr Nutzen eigentlich. Die meisten Gegner hier mal platt machen. Da wir viel zu viele von diesen Fliegen haben. Über mit der Wirbelattacke. Komm, da drüben müssten noch die Fliege sein. Ja, da sind immer noch Fliegen. Eine lebt jedenfalls noch. So, das war's mit der einen. So, und jetzt können wir die beiden hier den Schwert noch erledigen. Und haben sogar noch ein Level Up gemacht. Okay. Kleiner Kampfarena-Raum war schön unnötig. Und ein einziger großer Gegner als Wächter von der Tür und der nächsten Statue. Und ihr wisst, was das bedeutet.
Bald ist wieder Boss-Time. Wow. Und ja, die Gegner sind echt, eigentlich echt böse. Bin ich froh, dass es nur einer ist. Weil, wenn die groß werden, machen sie mehr als doppelten Schaden. So. Statue reinigen. Das dürfen wir mal wieder machen. Die beiden Blessing. Erst einmal die Rüstung stärken. Und ich tue mal doch die Heilrate erhöhen. So, und nein. Doch, ich will mir noch was kaufen. So, und zwar Resistenz für Statusverschlechterungen. So. Also, dass wir nicht mehr so leicht vergiftet werden können und sowas. Jetzt geht's aber erstmal wieder ab an die Tower Base, weil wir erinnern uns, wir haben Kleria-Erz gefunden. Was gibt es Besseres, als einfach die Waffe zu verstärken? Ja, den Text hatten wir schon ein paar Mal, deswegen lassen wir es einfach passieren. So. Und wir können... Ach nee. Ich vergesse immer, ich will mich immer mit der Statue teleportieren. Nein, wir können uns jetzt wieder zur Peter's Chamber teleportieren und hier speichern. So. Und die Creeper-Medaille benutzen, um die Tür zu öffnen. Creeper. Creeper. Also der Name für den Endboss ist ein bisschen irreführend. Den Endboss werden wir gleich sehen. Moment. Denn wir haben noch genug Zeit für den Bossfight. Die Kampfarena ist schon mal ziemlich klein. Und da ist der Creeper. Sieht für mich aus wie eine riesige Pflanze. Nicht wie ein Creeper. So. Das erste, was wir machen müssen, ist sie bewusstlos schlagen. Und dann ihre kleinen Ads weghauen. Dann spawnen sie neue von diesen Lupschaugen, nenne ich es mal. Wow. Den Angriffen schön ausweichen. Und wenn die anfangen, ihren blauen Strahl zu machen, dann ist es böse, weil dann heilen sie die Hauptpflanze. So. Und diese Bälle sind richtig gemein. Naja, muss man sich wirklich darauf konzentrieren, den Bällen auszuweichen. Und kann nicht auf die... Pflanzen auf die Augen losgehen oder die Pflanze K.O. hauen. Aber ja, wir haben sie schon ziemlich tief runter. So. Immer dann denken, die Hauptpflanze auszuschalten und jetzt müssen wir wieder diese blöden Wellen ausweichen. Und gleichzeitig den Wirbelsturm. Ja, ich glaube, dieser Boss ist der härteste im gesamten Spiel, abgesehen vom Endboss. Naja. Abgesehen. So, und wenn wir das letzte ausgeschaltet haben, haben wir sie wieder betäubt und können wieder voll Kanne auf sie losgehen. So. Oh, und das war das erste Game Over bei der Pflanze. Also ja, sie ist wirklich eigentlich der schwierigste Boss. Wenn man nicht
aufpasst. So wie jetzt. So. Okay, erster Angriff erfolgreich. Und ich muss aufpassen, wie ich springe, dass ich nicht in ihrer Druckwelle stehen bleibe. So. Nein, das war nicht gut. So, sie bewusstlos machen, jetzt wird sie schon wieder geheilt. Wenn sie geheilt wird, ist das schlecht. Jedenfalls für uns. Hochspringen und in die falsche Richtung ziehen mal wieder. Ja, das ist immer das Gemeine mit dem Treibsand. Da muss man einerseits gegen den Treibsand ankämpfen und andererseits versuchen, die Pflanze zu treffen. Aber sieht diesmal auf jeden Fall besser aus. Wow. So. Jetzt schleudert sie wieder ihre Bälle rum. So, gleich mal wieder den Ultima anwerfen. Den Boost anwerfen. Geht ab kurz, so. Du stirb. Genau, so will ich das haben. So wiederum nicht. So, Pflanze ist ausgeschaltet. Jetzt müssen wir nur noch die drei Dinger ausschalten. So. Stirb. Und gut. Und damit haben wir schon den vierten Boss besiegt. Von 6. Und es geht ab in die nächste Station. Man sieht schon, wir lassen die Sandgebiete hinter uns. Und werden auch gehalten. Hey Julika. Ah, da kommen die auch endlich mal. Ey, was ist los? Wir sind nur auf der Durchabweg durch. Ich denke, wenn wir so einen Turm zu besteigen, dann treffen wir uns ab und zu mal. Hast du irgendetwas Neues über den Aufenthaltsort von Lady Fina, Rhea erfahren? Noch nichts. Was ist mit euch? Kein einziger Hinweis. Wir sind nicht mal auf besonders viel Widerstand gestoßen, um ehrlich zu sein. Der Feind hat sich nicht mehr gezeigt, seitdem wir den Rathaus Alex verlassen haben. Mir gefällt das nicht. Wenn sie sich irgendwo neu gruppieren, bedeutet das Ärger für uns. Ich wünschte, du würdest so etwas nicht sagen. Also, als ich gegen diese Magierin gekämpft habe, wurde sie wegbeordert auf die Spitze des Turmes, um irgendwas vorzubereiten. Was meinst du mit etwas? Ich weiß es nicht. Er war nicht besonders genau. Er hat einfach nur ihren Rückzug befohlen.
Also es macht keinen Sinn, darüber zu reden, was über unseren Köpfen passiert. Wir sollten besser weitergehen und unsere Augen offen halten. Das Einzige, worüber wir uns sicher sein können, ist, dass Lady Rhea irgendwo in diesen Mauern über uns ist. Und solange es so ist, müssen wir weiter den Turm hoch. Ohne Pause. Verstanden. Alles klar, weiter geht's. Und ja, da stürmen sie vor. Oh, ist alles in Ordnung? Nein, eigentlich das Gegenteil. Du kommst mir viel ernster vor und viel konzentrierter. Ich denke, man kann sagen, du wirst immer ritterlicher mit jeder Sekunde. Wirklich? Natürlich. Aber du bist immer noch du bleibst immer dieselbe Julika für mich. Und verglichen mit Cecilia und Ramona bist du immer noch eine kleine Nervensäge. Und ich dachte, du würdest mir ein Kompliment machen. Aha. Du weißt, ich werde dich immer etwas anstochern. Komm, weiter geht's. Wir reden zu viel und die anderen Ritter werden Lady Rhea vor uns finden. Und wessen Schuld ist das? Mensch. Und ja. Weiter den Turm hoch. Aber erst ein kurzer Cut. Bis gleich.